Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Antichamber. Wir haben noch 20 Minuten, naja, 21 Minuten, 20 Minuten und ein paar zerquetschte Zeit. Und dann ist der Timer weg. Mal schauen, was dann passiert. Ich bin sehr gespannt. Und ich muss mich jetzt entscheiden, wo ich hin möchte. I only need one. Also hier geht es ja offensichtlich noch weiter an einigen Pfaden. Es wurden ein paar Sachen eingezeichnet. Da waren wir das letzte Mal. Not enough pieces. Und das habe ich verkackt. Down the rabbit hole. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich weitermachen möchte. Don't look down. Gehen wir doch einfach mal dahin. Denn da konnte ich ja offensichtlich noch irgendwas machen. Oder auch nicht. Don't look down. Machen wir das einfach noch nicht. Lalalalalalalala. Bringt mir das irgendwas? Nö. Oh Gott, jetzt kann ich das Auge sehen. Und es geht alles weg. Ja, das hat mir irgendwie nichts gebracht. Ich weiß gerade auch spontan nicht, wie ich hier weiterkomme. Deswegen möchte ich mir doch lieber einen anderen Raum aussuchen. Wie sind wir eigentlich dahin gekommen? Weil da fehlt die Verbindung. Too many lasers. Da kamen wir nicht weiter. Stuck in a rut. Aber da sind wir doch weitergekommen. Da ging es doch... I only need one. Okay, machen wir doch hier weiter. Nein, das ist gar nicht das, wo ich hin wollte. Wo war das denn? Not enough pieces. Da waren wir. So. What we found before may impact what we can do next. Versuchen wir das jetzt nochmal. Nee, aber dann fehlt ja jetzt der da vorne. Den kann ich jetzt gar nicht mehr holen. Der hängt ja jetzt da noch fest. Da müssen wir eins vorher weg. Jumping through hoops. The butterfly effect. Da müssen wir hier hin. Genau, dann nehmen wir den weg. Das sollte ich ja jetzt in kürzester Zeit schaffen können. Genau, wir wollen in die Richtung. Und hopp. So, genau. Jetzt kann ich die nämlich hier einbauen. So, jetzt können wir damit arbeiten. Nehmen wir den wieder dahin. Öffnen das nächste Tor. Und klauen uns erstmal hier den einen Stein. So. Was hatte ich vor? Das will ich dahin machen. Den lassen wir erstmal offen. So, und das nehme ich jetzt nicht weg diesmal. Jetzt kann ich den aufmachen. Kann den hier aufmachen und mir damit den Block holen. Sehr schön. So, das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich auch nicht. Du kommst mit, denn du bist benötigt, um die Tür aufzumachen. Jetzt haben wir zwei Blöcke und können diese Tür öffnen. Waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh nö, nicht euer Ernst, oder? Kann ich die Tür wenigstens öffnen? Ja. Aber wie ich die Tür aufmachen soll, ich habe keine Ahnung. Das ist die grüne. Nein! Ich will sie haben. Nein. So nah und doch so fern. Oh. Nein. Lasst mich dahin. Ah, escape. Oh. If you're only focusing on right now, you won't have enough for later. Nein. Ich muss hier irgendwie mit mehreren hin, damit ich die Tür öffnen kann. Weil da komme ich dann nach links rum und dann kann ich mir das da mitnehmen. Ach, verdammt. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Okay, the Butterfly-Effekt. Ich muss da irgendwie hin und mehr mitnehmen. Strength in Numbers. Gehen wir erstmal nochmal hier hin. Vielleicht kann ich ja hier mehr mitnehmen. Ja. Ich würde sagen, dann nehme ich mir erstmal hier einige von diesen Blöcken mit. Denn wir brauchen ja Stärke in Zahlen. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, ob zwischendurch irgendwie dieses Gel war, wo wir die Blöcke verloren haben. So, aber das werden wir jetzt nochmal erforschen. Open Sesame, Dankeschön. So, ach, wo sind wir denn jetzt hier lang gegangen? Sind wir da runter? Oder da hoch? Ich habe gerade keine Ahnung. Verdammt, ich habe keine Ahnung, wo wir hier lang gegangen sind.
Cool, so kommen wir hier hoch. Ah, aber hier kamen wir nicht weiter. Okay, okay. Dann kann das schon mal nicht der Weg sein. Dann ist es entweder darunter. Das öffnet da hinten Türen. Wenn ich ganz langsam dran vorbeigehe, dann macht es nichts. Sehr gut. Dann kriegen wir die Tür auf, aber ich... Aber hier wollte ich gar nicht lang. Taking one path often means missing out on another. Ja. Ich möchte eigentlich hier lang. Some path is straightforward. Ja, das war, glaube ich, der richtige Weg jetzt, oder? Nein, das war nicht der richtige Weg. Oh Gott. Ah, doch, doch, doch. Hier musste ich lang. Hier musste ich lang. Genau, genau. Oder? Also ich war auf jeden Fall schon mal hier. Aber jetzt muss ich genau, jetzt muss ich wahrscheinlich das hier angucken. Ja, los, komm. Gib den Weg frei, dankeschön. Genau, und jetzt muss ich hier einfach langsam vorbeigehen, um das Ding nicht aufzuscheuchen. Lalalala, renn! So. Da kam ich nicht weiter. Dann bin ich... Hier hat sich nichts geändert, ne? Dann bin ich hier durchgegangen. Und den musste ich aktivieren. Na komm. Nein, hier komme ich ja nicht durch, ohne die zu verlieren. Das ist ja gemein. Hm. Hm. Gar nicht weiter. The right answers may also be the most obvious ones. Vielleicht lese ich doch mal den... Nee, der macht nur die Tür wieder zu. Aber wie... Wie komme ich denn dann da mit mehr Blöcken hin? Das ist doof. Ich springe einfach mal hier runter. Hier waren wir ja noch nicht. Rushing through a problem won't always give the right results. Ist mir egal. Ich wollte ja hier runter. Das ist jetzt wie Twitch Plays Pokémon. Wie cool. Wo führt mich das denn hin? Woanders hin? Ah, hier. Nein, hier will ich nicht hin. Ich möchte schon hier bleiben. Ja, toll. Ich kann die Dinger wegnehmen, aber ich kann ja da nichts platzieren. Och, Leute. Ich weiß gerade nicht weiter. Gehen wir nochmal hier lang. Was hat mir das... Ja, hier war das dieses Museum. Jetzt will ich mal... Nee, das rosane Ding ist nicht mehr da. Das haben wir woanders hin bewegt. Okay. Hm. Na gut. Dann gehen wir nochmal hier hin. Oh Gott, wie war das noch? Wir mussten zu grün... Zu grün. Grün. Hauptsache grün. Ja, jetzt habe ich was falsch gemacht. Okay. Ich glaube, ich bin noch den anderen Weg gegangen. Grün, grün, nein. Hier lang. Ja, genau, da ging's. Ja, aber das war ja diese Spirale. Aber beim letzten Mal sind wir rechts gegangen. Ich versuch's mal jetzt mal, indem wir links rumgehen. Vielleicht kommen wir ja woanders raus. Ja, ja, da ist wieder der Hund. Ich guck mal, ob das nicht doch eine andere Nachricht ist. Nee. Das ist die gleiche Nachricht, die wir auch beim letzten Mal hatten. Hm. Ja, ja, da steht's nur wieder. Aber die Kreise werden wieder enger. Aber eigentlich müssten wir jetzt woanders rauskommen, weil wir sind jetzt links rumgegangen. Aber wir kommen trotzdem an der gleichen Stelle raus. Och, nö. Jetzt sind wir schon wieder hier. Hm. Na gut. Dann gehen wir mal hier lang. Blau. Kann ich hier irgendwo was wegnehmen von der Wand? Nee, kann ich nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was hier... Ah, genau, hier waren wir jetzt. Und hier war dieser... Wow. Ich sollte vielleicht gucken, ob es hier links und rechts irgendwo weitergeht.
Nichts. Hier ist rein gar nichts. Warte mal, wenn ich kann ich... Moment, ich möchte mal probieren. Ich habe jetzt so viele. Ach schade, ich kann sie damit nicht mitnehmen. Gibt es hier denn irgendwo? Nee. Aber Moment, hier hoch sind zum Roten sind wir nie gekommen, oder? Interessant. Ich möchte zum Roten irgendwie. Ja, komm. Mach mal keinen Stress, du Kasten. Wie komme ich da hoch? Das interessiert mich jetzt. Vor allem, wenn ich da... Nee, wenn ich da hochkomme, dann steht der Kasten direkt drunter. Ich muss irgendwie auf diesen Kasten draufkommen. Ich habe bloß keine Ahnung, wie. Aber es bringt mir irgendwie auch gar nichts. Ja, ich kann jetzt... Hier wieder hin. Ja, das bringt... Was bringt mir das? Nichts. Rein. Gar nichts. Ja, hier ist wieder nur das mit dem Jumping Through Hoops. Ah, 9 Minuten noch. Nee, hier komme ich nicht weiter. Das geht einfach nicht. Ja, da in die Sackgasse sind wir gekommen. Ich möchte den anderen Weg lang gehen, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie wir damit an mehr Dingern hinkommen. Down the Rabbit Hole. Gehen wir doch erstmal hier lang. Was soll schon passieren? Ach, das war der Weg. Nee, da will ich auch nicht hin. Wo waren wir denn noch nicht? Hidden Beneath Glass. Das sieht so aus, als wären wir da noch nicht gewesen. Weil da geht kein Weg weiter. Ach, das war das mit der Katze. Wo sind wir hier lang gegangen? Ach so, hier kam ich nicht durch, weil grüne Wand. Ich musste da durch. Und hier komme ich nicht mehr zurück. Und hier kam ich nicht weiter. Nee, das ist irgendwie dämlich. Vielleicht sollte ich einfach ganz am Anfang wieder anfangen. Nämlich da, wo wir ganz am Anfang waren. Vielleicht, wenn ich dieses Auge lange genug angucke, vielleicht passiert... Ja, es was passiert was. Ich gehe, stelle mich mal auf ab. Los, schließe die Augen. Schlafe ein. Ah, Patience has its own rewards. Ja, Geduld hat die eigenen Belohnungen. Wow, wo sind wir denn jetzt? Okay. Ich muss jetzt hier in die Mitte einpacken, damit wir alles unterbrechen. Vermute ich mal. Nein. Nein, du sollst nicht da hinten hin, du sollst oben drauf, bitte. Ach komm schon, genau in die Mitte. Na komm. Ich treffe einfach nicht. Geht doch. So, und jetzt ist die Tür offen. Das hat schon mal funktioniert. Ich kann bloß das Ding nicht mitnehmen. Ja, dann geht die Tür wieder zu, wahrscheinlich. Oder? Ja. Ach, ich bin auch so doof. Ah, das ist einfach das, was ich ganz am Anfang gelernt habe, indem ich die Tür einfach mit so einem Ding blockiere. Na gut. Das kriege ich hin. Nein, das ist falsch. So. Dann blockieren wir mal die Tür und dann kann ich die nämlich mitnehmen. Manchmal bin ich echt ein Blindfisch. So. There's nothing wrong with taking shortcuts. Jetzt muss ich an Shaun of the Dead denken und Hot Fuzz und At World's End. Oder The World's End. Mit dem noch nie eine Abkürzung genommen. Ah, schöne Filme. Wow. Ah, ich kann nur einen mitnehmen. Ja, ja, die grüne Kanone. Ja,
Aber jetzt habe ich nur die grüne, ne? Jetzt kann ich grüne platzieren. Okay. Wow. Oh, cool. Oh, guck mal, ich kann damit malen. Ah, neues Spielzeug. Das ist so. Lass mich raten. Ah, damit kann ich jetzt diese Linien vollziehen. Sehr cool, sehr cool. Damit kann ich die anderen Rätsel lösen. Moment mal, ich muss das jetzt einmal alles mir nehmen. Ich würde gerne den Block in der Mitte da haben. Ah, wie kriege ich das auf? Ich muss das einmal da rumziehen. Ich frage mich, ob ich dafür jetzt genug habe. Na, aber selbst wenn nicht, ich muss das ja einfach nur weiterziehen. Und dann kann ich alles, was davor war, vermutlich löschen. Ah, nein. Soll ich das weiterziehen? Ich habe nicht genug Blöcke. Ich brauche mehr Blöcke. Moment, ich lösche nochmal alle. Füllen wir erstmal das hier. Das sieht so aus, als könnte ich das komplett füllen mit dem, was ich bisher habe. Oder auch nicht. Das kann ich füllen. Na komm, gib mir das mal alles bitte wieder. Dankeschön. Ich würde aber eigentlich gerne die anderen Türen hier öffnen. Vor allem die hier, weil da einfach so massiv viele Blöcke in der Mitte sind. Aber nun gut, fangen wir erstmal klein an. Ja komm, der Vollständigkeit halber so. Aber da verliere ich doch alle Blöcke wieder. Na gut, aber ich habe jetzt die grüne Kanone. Das ist so cool. Aha. Some tasks require a lot of care and observation. Okay, jetzt kann ich mir hier mehr mitnehmen. Aber das bringt mir irgendwie nichts. Das ist alles wieder zurückgesetzt. Okay. Aber irgendwie muss es ja einen Weg geben. Was ist denn das Kleinste, was ich lösen kann? Also das ist groß. Das kriege ich nicht hin. Das hier drumherum kriege ich auch nicht hin. Das Einzige, was ich hinkriege, sind diese kleinen. Habe ich da... Moment, habe ich da irgendwas übersehen? Nee, hier scheint nichts mehr zu sein. Dann möchte ich die wieder haben. Dann muss ich doch eigentlich... Nee, das kann ich nicht... Das Problem ist, dass ich das dann nicht weiterziehen kann, wenn ich da einmal drin bin. Dann fange ich immer darüber was an. Und es geht nicht weiter. Das ist jetzt doof. Jetzt habe ich so ein cooles Spielzeug, aber ich komme nicht weiter. Das kann ich auch nicht mitnehmen. Ich will aber hier weiterkommen. Ja. Dafür habe ich auch nicht genug Blöcke. Das habe ich doch schon ausprobiert, ne? Ja, das reicht gerade mal bis dahin. Dann gehen wir hier nochmal durch. Irgendwas muss ich ja übersehen haben. Na komm. Aber hier ist ja auch nichts mehr. Ich komme immer wieder nur hier raus. Ich gehe im Kreis. Das bringt mir nichts. Ja. Oh, warte mal. Jetzt habe ich ja nur 4 Stück. Das ist jetzt ein bisschen doof. Eigentlich wollte ich die alle haben. Hat er die gar nicht richtig mit übernommen? Vielleicht ist das das Problem. Vielleicht muss ich das tatsächlich komplett gedrückt halten und den Rest zerstört er einfach nur. Das möchte ich jetzt nochmal schnell ausprobieren. Na komm. So. Das zerstört er so schnell. Jetzt habe ich mehr auf jeden Fall. Ich muss mich einfach beeilen, wenn ich das mache. Das ist ja dämlich. Ich glaube, ich habe aber immer noch nicht genug. Ich kann es mal ausprobieren. Aber ich vermute, ich muss das nochmal machen. Ich glaube, das hier ist am kleinsten. Oh, guck mal, wie weit ich komme. Ja, es hat gerade so ausgereicht, aber ich brauche muss den anderen noch füllen und dafür habe ich nicht mehr genug. Na, komm. Komm. Aber vielleicht...
Vielleicht passt es jetzt, wenn ich das hier komplett einmal rumfülle. Wahrscheinlich fehlt mir dann ein einziger Block. Na, nee, einer ist es nicht, aber es reicht noch nicht. Aber jetzt habe ich eine Idee. Ich muss nochmal zurück. Und dann schauen, dass ich da so viele Blöcke mitkriege wie möglich. Ich muss es ja anscheinend... Ah, ich glaube, ich weiß, woraus hinausläuft. Ich darf es nicht abschneiden. Wenn ich jetzt beispielsweise den Block hier unten abschneide, dann fallen die beiden Arme weg. Ja. Jetzt verstehe ich auch, worauf das hinausläuft. Okay. Alles klar, dann möchte ich das nochmal so machen, dass ich nochmal alle Blöcke mitnehmen kann, die ich da kriegen kann. Weil ich vermute, ich werde sie alle brauchen. So, fangen wir mal an mit dem da oben. Und dem von hier, dass wir die Arme alle von außen wegmachen. So. Wunderbar. Schaut euch mal an, wie viele Blöcke wir jetzt kriegen auf diese Weise. Ich frage mich, wie es gerade mit unserer Zeit aussieht. Ich glaube, die 9 Minuten müssten schon rum sein, oder? Aber bisher ist nichts passiert. Ich finde es auch gerade unglaublich spannend. Jetzt macht es gerade richtig Spaß, einfach weil ich weiterkomme und... Ah, naja, den einen Block, den muss ich jetzt drauf verzichten. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Na, die 2 Blöcke. Da sollte ich vielleicht etwas konzentrierter arbeiten. So, jetzt kann ich aber bestimmt das hier füllen. Ich nehme noch die Sachen hier alle mit. Und dann füllen wir das mal, dass wir das Ding in der Mitte kriegen. So, jawoll. Ah, na toll. Das funktioniert ja großartig. New skills enable further progress. Ja, das ist wahr. Ja, durch unsere neue Fähigkeit kommen wir natürlich weiter. Und ich glaube, ich habe gerade viele verloren. Wo gehen wir denn zuerst? Dann hier durch oder durch das andere? Ich glaube, das hier ist einfacher aufzumachen. Okay, aber dahinter ist eine gelbe Wand. Ich vermute, da kommen wir gar nicht weiter. Das will ich jetzt einmal ausprobieren. Ich vermute aber, dafür brauchen wir das gelbe Gerät. Ja. Aber damit können wir so viel auf einmal wegmachen, dass ich da vielleicht durchkomme. Ja, oder auch nicht. Nein, nein, ich will da durch, ich will da durch. Ich habe gerade viel kaputt gemacht. Ah, warte mal, wenn ich das hier so abschneide... Na, komm. Ich muss es komplett abschneiden. Na komm. Schneid es kaputt. Das funktioniert einfach nicht. Nee, ich komme nicht durch. Na gut, aber wir haben jetzt so viele Dinger. Ich muss mir jetzt wahrscheinlich... Na komm. Ich nehme das doch noch einmal mit. So, lalalala. Ganz vorsichtig, damit ich die Dinger nicht verliere. Boah, was für einen großen Ball ich da jetzt einfach habe in meinem Gerät. Krass. So, aber dann können wir das jetzt hier ohne Probleme füllen. Dann kommen wir da zumindest mal weiter. Das ist doch auch sehr schön. Fortschritt ist immer was Feines. Sehr schön. So. Ah. Mastering a skill requires practice. Ja. Ah, wir sind wieder hier beim Exit, aber diesmal kommen wir von der anderen Seite. Halfway through is halfway finished. Und wir haben keine Zeit mehr übrig. Ich frage mich, wofür die Zeit gut ist. Schalten wir was Besonderes frei, wenn wir das Spiel in der Zeit durchspielen? Hm. Aber wir machen eindeutig Fortschritt, das ist schon mal schön. Oh, jetzt kommen wir hier weiter. Aber ich will da gar nicht weiter. Some problems just come down to size. Hm. Ich möchte erstmal hier weiter. Path of least resistance. Oh nein, hier waren wir doch schon mal. Nein. Aber vielleicht kann ich hier was Neues machen. Nee. Na gut, ich würde sagen, dann gehe ich erstmal wieder zurück in diesen Raum hier. Live on your own watch, not on someone else's. Ah! Das heißt, das gibt uns ein... Ah!
Aha, es macht auf einmal Sinn. Cool. Coole Sache. Tja. Ja, mal schauen, was uns alles hier noch in diesem Spiel erwarten wird. Ich denke erstmal, reicht das jetzt für diese Aufnahme? Ich meine, ich habe offensichtlich mehr als 1,5 Stunden am Stück jetzt gespielt. Und über mehrere Aufnahmen verteilt natürlich. Und das habt ihr jetzt gesehen. Und ich werde erstmal abwarten, was ihr so von dem Spiel haltet, ob euch das gefällt, ob euch das auch Spaß macht, mir dabei zuzuschauen, bei diesem blinden Let's Play. Also ich muss sagen, mir bereitet das sehr viel Spaß, davon jetzt ein blindes Let's Play zu machen. Ich glaube, das macht mir sogar mehr Spaß, als wenn ich das einfach so gespielt hätte. Also für mich funktioniert das bei dieser Art von Spiel. Es würde mich auch sehr interessieren, ob das für euch auch okay ist. Ja, ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge Antichamber wieder. Oder vielleicht auch bei anderen Projekten, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal.